Herzlich willkommen. Wir sind hier bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung am Franz-Mehring-Platz 1 in Berlin in der Nähe des Ostbahnhofs. Wir machen heute eine Live-Wahlanalyse zur gestrigen Bundestagswahl. Mein Name ist Janine Hamilton, ich bin die Pressesprecherin der Rosa-Luxemburg-Stiftung und freue mich, hier mit Horst Kaas zu sitzen. Herzlich willkommen, Horst. Horst ist Referent für Klassen- und Sozialstruktur sowie für Demokratie und für Wahlen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und schreibt bedeutende Wahlanalysen zu allen relevanten Bundestags- und Landtagswahlen. Und dazu zählt natürlich die gestrige Wahl auch. Diese Wahlanalysen sind für jeden kostenlos abrufbar auf unserer Website www.rosalux.de. Und ich sage mal, eine kurze Zusammenfassung und ein Gespräch darüber erhalten wir jetzt in diesem Wahl-Live-Talk. Horst, erzähl doch bitte mal kurz, wie diese Wahlnachtberichte entstehen. Heißen sie nur Wahlnachtberichte, weil sie sich über Nacht so herrlich selbst schreiben? Oder wie kommt das zustande? Also Wahlnachtberichte sind erstmal keine ausführlichen Wahlanalysen, sondern sie arbeiten mit den Daten und Zahlen, die am Wahlabend vorhanden sind und produziert werden, veröffentlicht werden von den großen Sendern ARD und ZDF und den Umfrageinstituten, die mit diesen Sendern zusammenarbeiten. Und wir, also Benjamin Hoff und ich, die diese Wahlnachtberichte mal angefangen haben vor ungefähr 10 Jahren, arbeiten in der Tat nur mit diesen Zahlen, die am Wahlabend verfügbar sind. Und insofern nennen wir es ausdrücklich Wahlnachtbericht und nicht eine Wahlanalyse, die man erst auf der Basis von Daten der repräsentativen Wahlstatistik, ausführlicheren Auswertungen der Umfragen in den Wochen nach der Wahl erstellen kann. Uns geht es bei diesen Wahlnachtberichten darum, erstens Informationen bereitzustellen und zu liefern und zweitens auch ein Angebot zu machen mit Deutungen und Interpretationen zu dem Wahlergebnis, was helfen kann, die politische Diskussion über das Wahlergebnis zu fördern und mit interessanten Gedanken zu spicken. Und Sie stehen auch sehr kurzfristig zur Verfügung, eben weil Sie mit diesen ersten Zahlen arbeiten. Also meistens ist es so, dass schon morgens um 6 Uhr am Folgetag direkt nach der Wahl die Ergebnisse oder dieser Bericht dann zur Verfügung steht, sodass man sich auch wirklich kurzfristig informieren kann. So ist es. Manchmal geht es sogar noch früher. Wir leiden so ein bisschen darunter, dass es zunehmend immer länger dauert, bis Wahlen tatsächlich ausgezählt sind und man dann oft in der Nacht darauf warten muss, dass das letzte Wahllokal seine Ergebnisse abgeliefert hat. Gestern ging bei Facebook ein Kommentar rum, dass ja Teile im BER ausgezählt wurden. Ich dachte, da müsste es ja sehr schnell gehen. Da sind sie ja ganz ungestört, aber offensichtlich hat sich auch da die Auszählung etwas hingezogen. Ich muss gestehen, ich bin kein Teilnehmer der Facebook-Welt, also bin ich völlig überrascht von dieser Frage. Bist du, Horst, bist du, gerade jetzt bist du. Horst, bei dieser Wahl wird damit gerechnet, dass zwischen einem Viertel und einem Drittel aller Wählerinnen ihre Stimme per Post abgeben mit der Briefwahl. Aus einem Briefwahllokal habe ich gehört, das ist natürlich nicht repräsentativ, es ist tatsächlich nur eines, aus dem ich diese Zahlen habe, dass von 780 eingegangenen Briefen 190 zurückgewiesen werden mussten, weil sie aus verschiedenen Gründen die formalen Anforderungen nicht erfüllten. Also dass beispielsweise der Abstimmungszettel zu Tegel mit in diesem äußeren Umschlag war und nicht mit in dem Umschlag mit dem eigentlichen Stimmzettel. Das ist natürlich eine immens hohe Zahl, 190 von 780 Briefen. Du bist Kritiker der Briefwahl, wie wir uns schon mal zu einem anderen Zeitpunkt unterhalten haben. Weiß ich das? Fühlst du dich durch diese Schilderung bestätigt? Nein, durch diese Schilderung fühle ich mich ehrlich gesagt nicht bestätigt. Das zeigt ja nur, dass irgendwie Briefwahl auch nicht einfacher ist als der Gang ins Wahllokal. Meine Kritik an der Briefwahl hat eher was damit zu tun, dass man mittlerweile auch Briefwahl beantragen kann, ohne dafür tatsächliche Verhinderungsgründe anzugeben. Und das ist natürlich eine gewisse Entwertung des Wahlaktes, wenn ich von zu Hause aus wählen kann, wie ich online etwas bestellen kann und mir nicht mal mehr die Mühe machen muss, ins Wahllokal zu gehen, bedeutet das auch, irgendwo ist es nicht eine so ganz wichtige Geschichte, die erledigt man so ein bisschen nebenbei und man macht sich nicht die Mühe, ins Wahllokal zu gehen. Und das Wählen war zweitens auch immer ein öffentlicher Akt, der Gang ins Wahllokal, und lebte davon, dass man wusste, alle Menschen entscheiden zum gleichen Zeitpunkt aufgrund der gleichen Informationen darüber, wie es im Land weitergehen soll. Jetzt entscheiden Menschen 4 Wochen vorher auf einem ganz anderen Informationsstand. Und
nebenbei bemerkt, wenn ungefähr 30% Briefwahl machen, dann kann man natürlich alle Wahlanalysen, die am Abend veröffentlicht werden, über wahlentscheidende Gründe, welche Wähler wohin gewandert sind, auch nur noch mit Fingerspitzen anfassen, weil Briefwähler eben bei diesen Wahltagsbefragungen nicht erfasst werden. Die Wahlbeteiligung wiederum ist um fast 5 Prozentpunkte gestiegen. Zu dieser Wahl haben über 76,2% der Berechtigten ihre Stimme abgegeben. Abgesehen davon, was aus einer linken Perspektive natürlich niemanden freuen kann, dass die AfD jetzt mit guten 12% in den Bundestag eingezogen ist, ist das denn nicht an sich, diese hohe Wahlbeteiligung, ein eher gutes Zeichen? War der Wahlkampf vielleicht doch nicht so langweilig, wie es vorher immer wieder moniert wurde? Also grundsätzlich muss man sagen, eine hohe Wahlbeteiligung ist eine gute Sache. Zumal, wenn man noch der Auffassung anhängt, dass Wählen gehen auch so etwas wie eine demokratische Pflicht ist, weil sich jeder eigentlich an demokratischen Entscheidungen beteiligen sollte und man sich als demokratische Gesellschaft auch bemühen sollte, jeden zu ermutigen, sich zu beteiligen. Wir haben aber ja das Problem bei der Wahlbeteiligung, dass es eine enorme soziale Schieflage gibt, also dass sich die Menschen, die in sogenannten prekären Stadtvierteln wohnen, mit geringen Einkommen arbeitslos sind, dass die deutlich seltener zur Wahl gehen und Menschen mit hohen Einkommen und anderen Interessenlagen selbstverständlich dann auch häufiger zur Wahl gehen. Und in Nordrhein-Westfalen haben wir erlebt, dass trotz einer gestiegenen Wahlbeteiligung diese soziale Schere in der Wahlbeteiligung weiter auseinandergegangen ist. Und das wird man noch genauer untersuchen müssen bei dieser Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl, ob es hier auch der Fall gewesen ist. Und dann könnte man sagen, die sozusagen soziale Schieflage hat sich verstärkt und das Wahlergebnis ist noch weniger repräsentativ, sozial repräsentativ als vorherige Wahlergebnisse bereits. Das heißt, dieses Thema müsste man eigentlich auch vor dem Hintergrund noch mal verfolgen, dass alleine der Anstieg der Wahlbeteiligung noch nichts darüber aussagt, dass dieses Ergebnis jetzt sozusagen besser den Willen der Gesamtbevölkerung repräsentiert. Ja, das wäre noch mal genauer zu untersuchen, inwieweit sich soziale Ungleichheit auch hier wiederum in politischer Ungleichheit niederschlägt. Ansonsten muss man aber auch sagen und kann es feststellen, dass in den letzten 2, 2,5 Jahren, ich vermute mal deutlich seit dem Sommer 2015 und den politischen Debatten über Zuwanderung und Flüchtlinge, das politische Interesse an der Bevölkerung wieder verändert hat, gewachsen ist. Es gibt eine Untersuchung des Allensbach-Institutes, die immer fragen, worüber unterhalten Sie sich in privaten Gesprächen? Und dort waren in diesem Jahr wieder an erster Stelle das Wetter. Aber dann kam eine Reihe von politischen Themen, über die sich die Menschen unterhalten haben in privaten Gesprächen. Das war 2013 völlig anders. Spannend. Freuen wir uns auf die nächsten Ergebnisse. Im Vorfeld der Wahl gab es eine, wie ich finde, Stimmung, die sich so anfühlte wie: diese Wahl wird alles verändern. Nach der Wahl ist alles anders. Gestern wurde die erste Runde der Parteienvertreterinnen im ARD damit eingeleitet, also direkt nach 18 Uhr, nach dem Schließen der Wahllokale, dass die Moderatorin das Ergebnis der Wahl ein Erdbeben nannte. Es wurde auch von der Verschiebung politischer, tektonischer Platten gesprochen. Also es war wirklich ein Naturbildschauspiel sozusagen, das sich dort abspielte. Du nennst den Einzug der AfD in den Bundestag etwas moderater, eine gewaltige Zäsur. Siehst du die Lage weniger dramatisch? Bewertest du sie sozusagen inhaltlich anders oder ist das eine rein sprachliche Feinheit, dass die einen das Erdbeben und die anderen es Zäsur nennen? Na, ich glaube, dass es erstens ein Unterschied ist, wer spricht. Wenn ich als Journalist über Wahlen berichte, bin ich, das ist die Logik der Medienaufmerksamkeitsökonomie, muss ich skandalisieren, zuspitzen, ich muss möglichst drastische Begriffe gebrauchen, um in irgendeiner Art und Weise etwas zu transportieren. Man kann es an jeder Talkshow beobachten. Also sobald jemand wie ich jetzt länger als 20 Sekunden redet, wird das zum Problem und insofern auch die zusammenhängende Argumentation. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, ich finde dieses Hochjubeln oder Hochjetzen zu einem tektonischen Erdbeben etwas
sagen wir mal, erstaunlich, weil es sich ja schon über mehrere Wahlen hinweg angekündigt hat. Es war von vornherein klar, dass die AfD in den Bundestag kommen würde. Es war nicht zu erwarten, dass die Sozialdemokraten einen Kanzler würden stellen können und ähnliche Dinge auch. Und jetzt plötzlich davon zu sprechen, dass die AfD in dem Deutschen Bundestag sei ein Erdbeben und eine tektonische Verschiebung, würde ja bedeuten, anzunehmen, das hätte sich in den letzten 4 Wochen ergeben. Aber das war, wenn man so will, ein Erdbeben mit Ankündigung, mit einer langen Vorwarnzeit, um in diesem Bild zu bleiben. Und ich denke, man hat sich ehrlich gesagt gar nicht auf diese Situation vorbereitet, wie man darüber berichten soll, und lebt einfach so aus dem Moment der angeblichen Überraschung heraus und tut so, als sei das Publikum auch entsprechend überrascht. Was ich aber nicht glaube. Ich habe auch den Eindruck, dass das so ein bisschen auch die Fortsetzung dieser Berichterstattung im Vorfeld ist. Nur jetzt sozusagen mit der Berechtigung. Jetzt guckt euch an, es ist tatsächlich so gekommen. Also es war ja vorher schon alles auf so einem gewissen Siedepunkt. Deswegen habe ich diesen Aspekt der Langeweile immer nicht so richtig verstanden. Wie kommt man da jetzt wieder weg? Und hat es denn tatsächlich den Charakter, dass jetzt wirklich alles neu ist? Also finden wir uns heute in einer ganz anderen Republik wieder, als wir gestern waren? Und das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also ich fange mal mit der letzten, einer völlig anderen Republik an. Ich glaube, diese völlig andere Republik gibt es natürlich auf der einen Seite insofern, als es jetzt mehr Parteien im Bundestag gibt und als es erstmals auch eine Partei im Bundestag gibt, in der es offen bekennende völkisch-nationale, narzisstische Vertreter gibt. Und das ist etwas, was es in der Bundesrepublik so nicht gegeben hat. Und insofern ist es eine Veränderung, aber diese Veränderung war, wie gesagt, absehbar und wir kennen sie bereits seit 2014 aus einer Reihe von Landtagen oder, wenn wir genauer sind, gab es da den Vorläufer in Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern und so weiter mit der NPD in Landtagen. Wir wissen also, es gibt ein entsprechendes Potenzial von Bürgerinnen und Bürgern, die rechte, rechtsextreme, national-konservative Parteien wählen. Der zweite Aspekt ist die Frage, berichteten Medien im Wahlkampf oder wurde der Wahlkampf überhaupt entlang der Fragen geführt, die so die Menschen beschäftigt haben? Umfragen sagen seit Jahren, seit 2, 3 Jahren, dass zum Beispiel die Flüchtlingssituation, das Problem Flüchtlinge ein großes Thema ist. Und zwar nicht, weil alle etwas gegen Flüchtlinge haben, sondern weil die Integration von Flüchtlingen eine Reihe von Fragen aufwirft, weil es oft nicht so schnell geht, wie man das erwartet hat, dass Flüchtlinge irgendwie sich nicht so verhalten, wie man es von einem guten Flüchtling erwartet, sondern irgendwie eigene Köpfe und Interessen haben. Also ist, dass Integration eine Reihe von Problemen mit sich bringt, führt auch dazu, dass Menschen sagen, also Flüchtlingssituation ist für mich das Wichtigste, das müssen wir in der Gesellschaft lösen, bedeutet nicht unbedingt Abwehr. Aber alle Parteien haben sich nicht getraut, dieses Thema anzufassen, weil sie glaubten, wenn sie es anfassen, würden sie damit nur die AfD stark machen. Das wiederum, dieses eher Beschweigen oder das Reduzieren auf schneller Abschieben und ähnliche Dinge, was von der SPD ja kam, hat im Grunde genommen nur das Original der AfD stark gemacht. Der letzte Aspekt, den man ansprechen muss, ist, dass die mediale Berichterstattung natürlich eine skandalöse ist über einen Wahlkampf in einem Land mit Verhältniswahlrecht wie der Bundesrepublik Deutschland. Am Anfang hat man davon gelebt, dass man sozusagen amerikanische Verhältnisse wollte, Mann gegen Mann bzw. Mann gegen Frau und die Sprache des TV-Duells. Dann hat man diese Frage inszeniert, wer wird dritte Kraft, als spannende Frage, nachdem das mit dem Duell schnell entschieden war. Und am Ende war man nicht mal konsequent genug zu sagen, ein Mann wie Gauland, der mit einer bewussten und vorher angekündigten Provokationsstrategie uns Medien instrumentalisieren will, den laden wir nicht ein, wenn er am Tag vorher eine Staatsbeauftragte in Anatolien entsorgen will. Was passiert also sozusagen in unseren Medien, sobald jemand diese Provokation startet, bekommt er als Belohnung eine Einladung in eine Talkshow und damit noch mal größere Öffentlichkeit. Das wiederum ist eine Geschichte, wo ich sage, da folgen Medien einer eigenen Logik,
der Generierung von Einschaltquoten und so weiter und der Skandalisierung von Politik, die überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, was Bürgerinnen und Bürger von der Politik und auch von der Berichterstattung über Politik erwarten. Gerade an dem Punkt die Flüchtlingsfrage ist es ja so, dass eine Partei sich ja doch immer recht deutlich geäußert hat. Die CSU hat also ja permanent und stets und ständig von dieser Obergrenze gesprochen. Und auch jetzt, direkt im Anschluss der Wahl, spricht Horst Seehofer wieder davon, dass diese Flanke nach rechts, diese offene Flanke nach rechts geschlossen werden müsse und wieder ein deutlicheres Profil entwickelt werden muss. Du sagst, dass die CDU durch einen liberalen Kurs Platz für die AfD geschafft hat. Nun gibt es aber die Beispiele Bayern und Sachsen, also in Bayern immense Verluste, den konservativsten Landesverbänden der Union. Also gerade dort ist die AfD aber auch besonders stark geworden. Ist das nicht ein Gegensatz, ist das nicht ein Widerspruch? Erstens würde ich sagen, eine Reaktion auf eine neue Partei wie die AfD durch eine alte Partei, die versucht, die abtrünnigen Wähler wieder zurückgewinnen, indem man sich möglichst der AfD annähert, ist schon in vorherigen Wahlen und Wahlkämpfen auf Landesebene gescheitert gewesen und es gab keinen Grund anzunehmen, dass sie diesmal erfolgreich sein würde. Der zweite Aspekt ist, man muss, glaube ich, zwei Ebenen auseinanderhalten, nämlich einerseits das, was sich auf der Ebene des Wahlverhaltens abspielt und andererseits das, was sich über einen viel längeren Zeitraum in der Gesellschaft abspielt. Und meine These ist, dass wir sozusagen die zweite Krise des Konservatismus in Deutschland erleben. Ich will es versuchen, kurz zu beschreiben. Also wir haben so etwas wie von der Wirtschaft, von kapitalistischen Profit- und Verwertungsinteressen vorangetriebene und beschleunigte Veränderung, man nennt es auch gerne Modernisierung der Gesellschaft in vielen Bereichen, in der Arbeitswelt, in der Lebenswelt und so weiter. Darauf haben Sozialdemokraten versucht zu reagieren, indem sie sich an diese Veränderungen anpassten durch eine Modernisierung des Sozialstaates, der Arbeitsmarktreformen und so weiter. Und haben dabei also ein großes Maß an sozialem, könnte man sagen, Konservatismus, Bewahrung von alten Traditionen preisgegeben. Das ist ein Problem, weil viele Menschen sich in ihren Lebensplanungen, in ihren Mentalitäten auf diese bestehenden sozialstaatlichen Institutionen verlassen haben. Und Ähnliches auf einer eher kulturellen Ebene macht die Union mit Fragen Abschaffung des Dienstes am Vaterland, sprich der Wehrpflicht, mit plötzlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also Frauenerwerbstätigkeit, nicht mehr das alte Familienbild und so weiter. Damit geraten auch Institutionen wie Familie, Wehrdienst und so weiter, die eine große Rolle im Leben von vielen Menschen in ihren Werten, in ihrer Mentalität gespielt haben, in eine Minderheitenposition und sie fühlen sich von der CDU nicht mehr vertreten. Beide Parteien, CDU und SPD, haben diesen Modernisierungskurs eingeschlagen, weil es für notwendig erachtet wurde, um Mehrheiten gewinnen zu können. Die CDU hatte in den 90er Jahren große Verluste in großen Städten und wollte sich dort den veränderten Lebensbedingungen öffnen und anpassen. So, und insofern haben wir es hier mit unterschiedlichen Ebenen und Geschwindigkeiten zu tun, wo ich glaube, die Flüchtlingspolitik ist nur das i-Tüpfelchen gewesen, was einen Entfremdungsprozess politisch hat erscheinen lassen, auf die politische Oberfläche gespült hat, der schon viel länger im Gang war, wo viele Menschen gesagt haben, nee, eine Partei, die gleichgeschlechtliche Ehen einführt, die die Wehrpflicht abschafft, das ist eigentlich nicht mehr meine Partei, ich zweifle. Und irgendwann sind Leute ausgetreten und haben eine eigene Partei gegründet und die Zweifler haben eine neue Heimat gesucht und möglicherweise gefunden. Das heißt, es stellt sich jetzt schon die grundlegende Frage, wie sich die Parteien, also alle neu aufstellen, gerade jetzt auch, wenn es darum geht, eine Koalition zu bilden. Die CDU wird da vor große Herausforderungen gestellt sein. Welche Rolle können dann eigentlich die Oppositionsparteien noch spielen? Also kriegen die sozusagen von der Aufmerksamkeit und auch von der Möglichkeit, sichtbar zu werden, noch was ab? Das ist eine Frage, die in die Zukunft gerichtet ist, die wir hier, glaube ich, nicht beantworten können, weil man niemand weiß, wie sich bestimmte Dinge entwickeln. Ich finde es nur im Moment gerade interessant, dass wir uns die ganze Zeit über den Wahlerfolg der AfD und die Schwäche der Union unterhalten, aber eine für eigentlich die Chancen linker Politik viel wichtigere Frage noch gar nicht angesprochen haben, nämlich das historisch schlechteste Ergebnis der SPD.
und ihre prompte Entscheidung, ein bisschen wie ein beleidigtes Kind, zu sagen, ja, jetzt gehen wir in die Opposition. Das ist natürlich ein Signal, was darin steckt, nämlich das Signal, eigentlich haben wir gar keine Idee, was wir politisch wollen. Und eigentlich haben wir auch gar nichts, worüber wir uns mit der Union streiten könnten oder warum es sich lohnen würde, trotzdem in diese Regierung zu gehen, weil es wichtig ist. Und damit haben wir ein Problem, dass es auf der linken Oppositionsseite im Bundestag, wenn es dann eine Jamaika-Regierung geben wird, mit der SPD und auch mit der Linken, zwei Parteien gibt, die beide vor der Frage stehen, haben wir eine gemeinsame Idee, wohin sich dieses Land entwickeln sollte? Was wären da wichtige Themen und wie müsste man die ansprechen und was müsste man da als große Richtung entwickeln, bei allen Unterschieden, die es dann also in verschiedenen Konzepten geben wird, um also eine Situation zu schaffen, die tatsächlich wieder politisch spannend ist, weil es dann nicht nur die Frage gibt, also wie viel gewinnt die AfD noch von der Union, sondern auch die Frage gibt, gibt es tatsächlich eine gesellschaftspolitische Alternative im Land, über die es zu berichten lohnt? Oder gibt es nur dieses Gezänke und das Auseinandersetzen in der AfD? Ich möchte diese Situation, die du gerade schilderst, oder diese Aufgabe, die sich links der Union findet, noch mal etwas zuspitzen, weil ich mir das sehr schwierig vorstelle. Du siehst ja, wie du es auch gerade geschildert hast, in einer linken Opposition, also bestehend aus der Linken und der SPD, eine Chance, diese alternativen Gestaltungsperspektiven zu entwickeln. Andererseits aber wiederum sind sie ja nun in der Opposition, sind beide darauf angewiesen, sozusagen ihr Profil beizubehalten, erkennbar zu bleiben, unterscheidbar zu bleiben. Und es ist ja nicht zu erwarten, fürchte ich, dass die Medien sich zukünftig mehr auf diese Zwischentöne oder leichten Differenzen einlassen und nun vermehrt über SPD und Linke die Unterschiede und Gemeinsamkeiten berichten, sondern es wird eher so sein, dass sie um dieselben Ressourcen in der öffentlichen Wahrnehmung und Aufmerksamkeit buhlen und, jetzt kommt noch so eine Binsenweisheit, vielleicht kannst du mir sogar sagen, wo die herkommt, in der Opposition gibt es keine Koalition, die man ja auch immer wieder hört. Das heißt, wie kann denn eigentlich unter diesen Bedingungen es gelingen, diese gemeinsame Perspektive zu entwickeln? Es gibt ja eine Reihe von historischen Beispielen, wo so etwas in der Opposition gelingt und man eine gemeinsame Perspektive entwickeln kann. Die Frage ist, worin müsste dieses Gemeinsame bestehen? Auf welcher Ebene müsste man eigentlich anfangen, es zu suchen? Ich erlaube mir mal eine Was-wäre-wenn-gewesen-Geschichte. Was hat möglicherweise den Hype um Martin Schulz ausgemacht? Wenn wir uns zurückerinnern, hatten wir eine Situation Anfang des Jahres, da gab es Trump, da gab es die Wahl in Frankreich, die bevorstand, die Wahl in den Niederlanden. Alle Welt befürchtete, es geht schlecht mit Europa, man weiß nicht, wie es weitergehen wird in Europa. Und es kam plötzlich Martin Schulz. Wofür kannte man Martin Schulz? Martin Schulz kannte man als engagierten Europapolitiker. Und möglicherweise war er so etwas wie der Erlöser, der ähnlich wie es Macron in Frankreich dann ja gemacht hat, mit einem Werben für Europa, von dem erwartet wurde, dass er dieser Entwicklung zurück zum Nationalstaat, zum nationalen Egoismus, zu Germany first und so weiter Einhalt gebietet und eine andere Idee entwickeln kann, wie also Zukunft im Sinne von europäischer Zusammenarbeit, guter Nachbarschaft gestaltet werden könnte. Diese Chance hat er einfach nicht genutzt. Er hat, man kann sagen, seine Stärken hat er nicht in den Wahlkampf eingebracht. Aber sich darauf zu verständigen, dass das offensive Reden über die Gestaltung Europas eine Alternative sein kann zu dem, was wir möglicherweise an nationalstaatlichen Rückzugsoperationen erleben werden, das wäre eine Verständigung über Gemeinsamkeiten, die man als linke Opposition haben kann. Genauso wie man sich darüber verständigen kann, dass es für beide Parteien ganz zentral ist, Fragen der globalen Gerechtigkeit in die Debatte zu werfen und davon wegzukommen, über Gerechtigkeit nur noch zwischen Görlitz und Aachen zu reden. Und irgendwann kommt dann noch draußen was, wo auch noch Menschen sind und so. Das wird auch vielen Erwartungen von Leuten, die sich der linken Mitte zurechnen im Land, nicht gerecht, wenn man sich entsprechend beschränkt. Letzte Bemerkung. Natürlich gibt es in der Opposition keine Koalition und es wäre auch schwachsinnig, weil beide Parteien, Linke und SPD und eventuell auch die Grünen, müssen sehen, dass sie stärker werden. Das heißt aber, sie müssen zu einem Verständnis von Oppositionsarbeit kommen, was eher etwas mit Arbeitsteilung, mit Akzeptanz von unterschiedlichen Zielgruppen und Milieus zu tun hat und weg
wegkommen von einer Situation, wo man sich gegenseitig die kleiner werdenden Wählerreservoirs streitig macht. Also, und das sind Dinge, über die kann man Verständigungen erzielen, wenn man tatsächlich verstanden hat, man ist auf eine Zusammenarbeit angewiesen, um überhaupt nur etwas von den eigenen Vorstellungen politisch durchsetzen zu können. Etwas, was man auch sagen muss, wir hatten diese Situation ja schon mal 2009 bis 2013, was dort grandios nicht geklappt hat. Das stimmt allerdings. Ein Thema, das Martin Schulz sehr in den Vordergrund gestellt hat oder das ja sozusagen das Kernthema des SPD-Wahlkampfes war ja Zeit für mehr Gerechtigkeit, also soziale Gerechtigkeit, das urlinke Thema, wenn man so will, obwohl du natürlich recht hast, wie wir vorhin kurz angesprochen haben, dass natürlich alle Parteien wahrscheinlich für sich in Anspruch nehmen würden, aus ihrer Perspektive für soziale Gerechtigkeit einzutreten. Aber ich denke, auch als Begriff ist das wohl eher im linken Spektrum sehr verortet, behaupte ich jetzt mal. Hat die soziale Gerechtigkeit als Idee ausgedient, wenn du in deinem Wahlnachtbericht zu dem Ergebnis kommst, dass Martin Schulz damit nicht punkten konnte? Oder ist es nur in Verbindung mit Martin Schulz sozusagen kein Thema gewesen, mit dem er gewinnen konnte? Und ist es nicht aber offensichtlich, dass bei all den Schieflagen, die es in den verschiedenen Bereichen gibt, was die Vermögensverteilung, die ungleiche Vermögensverteilung angeht, dass es viele Menschen gibt, die keine armutssicheren Renten haben, dass es zu wenig Pflegepersonal in den Kliniken gibt, die schlecht bezahlt sind, ebenso Erzieherinnen und Erzieher. Das sind so offensichtliche Schieflagen. Wie kann es da sein, dass die Parteien, die sich vermeintlich dafür aussprechen, so konsequent, also zumindest von der Bundestagswahl 2013 bis heute auch wieder an Zustimmung verloren haben? Die Frage wird man nicht beantworten können, glaube ich. Also es gibt dazu vielleicht Vermutungen und Deutungen und etwas, worauf sich die Parteien dann selber besinnen, um wieder in einer solchen Situation Handlungsstrategien entwickeln zu können. Ich glaube einfach, zunächst wäre es schön und gut, sich damit vertraut zu machen, dass das, was man so Alltagsbewusstsein nennt und Alltagsverstand, also sich durch Widersprüche hindurch bewegt und auch widersprüchlich ist. Allein, was gestern Abend an Zahlen veröffentlicht wurde, erstaunt einen, ja. Also die relative Mehrheit der Bevölkerung, über 50%, glaube ich, sagte, es geht in Deutschland schon gerecht zu. Gleichzeitig sagen aber 75%, also ungefähr 3/4, der Wohlstand in Deutschland ist ungerecht verteilt. So, das ist so eine offensichtliche Widersprüchlichkeit. Zweite Sache ist, ja, man nimmt Ungleichheit wahr. Nur die Wahrnehmung von Ungleichheit und die Ungleichheit selber ist noch nicht skandalös in den Augen und vieler Menschen und löst auch noch keine Handlungen, entsprechende Wahlhandlungen aus. Dazu kommen muss, dass man glaubt, ein Recht darauf zu haben, etwas fordern zu können. Wenn man aber also damit groß geworden ist, wie jetzt viele hierzulande seit 10, 15 Jahren, so mit der Rolle von Eigenverantwortung, die man wahrnehmen muss, dann verliert man auch den Glauben daran, ein Recht zu haben, dass es man mehr bekommen könnte, dass es eine andere Verteilung geben könnte. Und letzter Punkt ist, die Mehrheit der Menschen im Land findet ja, dass es so ganz gut läuft, wie es läuft und wünscht sich vermutlich, dass es so weiterläuft, also ist nicht unbedingt so veränderungsbereit und findet auch nicht, dass so viel verändert werden muss. Und weil es ja wirtschaftlich und mit den Arbeitsplätzen und so ganz gut läuft und die Arbeitsplatzangst doch auch auf einem Tiefpunkt angekommen ist, seit der Vereinigung. Also haben auch alle Parteien, die etwas verändern wollen, ein Problem. Sie müssen also sozusagen deutlich machen, dass ihre Veränderungen das, was man schon mal erreicht hat, nicht gefährden. Das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die ist nicht so ausreichend gelungen, weil man ja mit der Umverteilung von oben nach unten sich mit den Mächtigen anlegen will und muss. Und die große Frage ist, die wir hierzulande gelernt haben, wenn man dem Kapital nicht gibt, was es will, dann ist es ein scheues Reh und geht woanders hin. Das heißt, also es gibt auch untergründig ein großes Wissen um die Abhängigkeit von Unternehmerentscheidungen und von den geringen Möglichkeiten von Gegenmacht. Und das ist ein, glaube ich, ganz entscheidender Punkt auf der linken Seite, der dort stärker bedacht werden muss. Es gibt in Deutschland
in Westdeutschland wie in der ehemaligen Ostdeutschland eine über Generationen entstandene Erfahrung von abnehmender Macht und von abnehmenden Machtmöglichkeiten, sich gegen Kapital- und Unternehmensentscheidungen durchzusetzen. Und auch den Parteien wird nicht zugetraut, dass sie das können, aus vielen Lebenserfahrungen heraus. Ich erinnere nur an so Geschichten, dass es mal große Auseinandersetzungen um die Stahlindustrie im Ruhrgebiet gegeben hat und die auch mit einer Niederlage geendet sind. Und das sind Erfahrungen, die werden weiter transportiert. Und dieses Gefühl der Ohnmacht gegenüber der wirtschaftlichen Macht, glaube ich, ist ein zentrales Problem, was auf der linken Seite angepackt werden muss und was sich sowohl für Sozialdemokraten wie für die Linkspartei gleichermaßen stellt. Und man könnte überlegen, ob man dem nicht besser beikommt, wenn man an bestimmten Punkten auch das versucht, zusammen anzugehen. Also im Wahlkampf hat man ja insbesondere aus den Reihen der Linken schon häufiger den Hinweis darauf gehört. Also wir sind diejenigen, die sich mit den Großen da oben anlegen. Also der Appell ist schon geäußert worden. Das heißt, er ist vielleicht nicht überall hingedrungen, beziehungsweise dort, wo man ihn gehört hat, gibt es vielleicht diese Bereitschaft noch gar nicht in dem Maße, sich dort auch aufzulehnen, weil man vielleicht nicht sieht, dass das auch Erfolg haben kann. Naja, die Linke hat das Problem, sie ist in der Opposition, sie kann das gut sagen, aber sie ist nicht an einer verantwortlichen Position, wo sie es auch tun muss und wo man dann tatsächlich diese Auseinandersetzung mit Kapitalentscheidungen, mit Unternehmensverbänden, mit Lobbyisten, mit allem, was aufgefahren wird. Also es ist ja nicht so, dass es alles aus der Luft gegriffen ist, wenn man sagt, die Lobbyisten und die Unternehmensvertreter sitzen überall. Ja, die sitzen wirklich überall und auf allen Ebenen wird man sich dann mit ihnen auseinandersetzen müssen. Und das ist dann tatsächlich der Realitätscheck auf diesen Mut, sich auch auseinandersetzen zu wollen. Und Linke selber haben ja auch schon Erfahrungen damit gemacht, in verschiedenen Regierungssituationen, dass dann bestimmte Entscheidungen auch nicht mitgetragen werden, weil Menschen dann auch sagen, nee, wir wollen dann doch lieber, dass es so und so läuft, weil das hat für uns dann wirtschaftliche Vorteile. Also will sagen, wir beklagen noch viel zu sehr das Fehlen von Gegenmachtstrukturen und tun zu wenig, um sie auch im Alltag zu entwickeln und aufzubauen, weil ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Man muss den Menschen die Erfahrung vermitteln, ermöglichen, in kleinen Auseinandersetzungen, dass Gegenwehr möglich ist und eigene Interessen auch umgesetzt werden können. Das klingt jetzt anders als das, was ich jetzt nach den Ergebnissen für die Linke so zusammengeschrieben habe. Die Linke legt im Westen zu, sie ist in den Städten stark, sie wird überdurchschnittlich stark von jungen Menschen gewählt. Das Ergebnis, das sie gestern eingefahren hat mit 9,2%, ist das zweitbeste ihrer Geschichte, also für den Bundestag. Das klang erstmal ganz gut oder etwa doch nicht. Ja, es ist ja auch ein gutes Ergebnis und all das, was du jetzt aufgezählt hast, stimmt. Nur gleichzeitig muss man mit einer etwas längeren Perspektive auf die Entwicklungen der Ergebnisse schauen und wir erleben auf der einen Seite einen Niedergang der Sozialdemokratie, der eben für mehr steht als nur für das Versagen und die Strategielosigkeit von bestimmten Personen, sondern man kann ja auch sagen, diese Ratlosigkeit, die sich so ein bisschen bei Ihnen ausdrückt, ist nicht mangelndes Denkvermögen, sondern auch Ausdruck eines realen Problems sozialdemokratischer Politik. Also wie kann sie im 21. Jahrhundert aussehen? Und bei der Linken müssen wir ja auch zugeben, dass die Linke lange von der Abkehr von der Sozialdemokratie gelebt hat, was ich vorhin mit dem sozialen Konservatismus ansprach, im Gegensatz zum kulturellen Konservatismus. Und diese Menschen sich teilweise auch wieder abgewendet haben, Nichtwähler geworden sind, weil ihr sozusagen sie nicht bekommen haben, was sie wollten, nämlich eine andere Politik innerhalb der nächsten 4 Jahre, weil die Linke keine Gestaltungsoptionen in dem Sinne hatte.
Und linke Politik sich eben auch neu definieren muss und nicht nur sozusagen als bessere Sozialdemokratie oder als wir wollen, dass die SPD wieder sozialdemokratisch wird, deshalb wählen wir die Linke, womit die Linke ja auch mal geworben hat. Sondern es muss darum gehen, einen Politikentwurf zu machen, der tatsächlich deutlich macht, wir haben eine Vorstellung davon, wie die Zukunft besser sein könnte, wie man tatsächlich etwas gewinnen kann auf der Ebene von intelligenten Einsatz und so weiter der neuen Technologien, auf der Ebene von neuen gesellschaftlichen Institutionen, die man schaffen muss, wenn sich vieles in der Arbeits- und Lebenswelt verändert und an anderen Punkten. Und das ist so ein Stück weit das, worum es bei diesem ganzen Umbruchprozess, in dem sich die Partei befindet, am Ende gehen wird. Schafft man es, eine Idee von Fortschritt und besserer Zukunft zu entwickeln, die dann eben für verschiedene gesellschaftliche Schichten anspruchsvoll und annehmbar ist, die jetzt noch das Gefühl haben, na, so wie es jetzt ist, ist es gut und es kann eigentlich nur schlechter werden. Und wir Linken müssen deutlich machen, nein, es kann besser werden. Darauf hoffen wir, glaube ich, im Sinne vieler. Horst Kaas, ganz herzlichen Dank für diesen Talk zu dem Wahlnachtbericht. In der Kürze der Zeit nach Beendigung oder nach Abschluss der Wahl gestern ist das, glaube ich, das, was man so möglich machen konnte, worüber wir hier reden konnten. Die Aufzeichnung dieses Livestreams ist auch anzusehen über unsere Mediathek auf www.rosalux.de, auf der Facebook-Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung und auf YouTube. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, Horst Kaas. Bitteschön.